Ja, hallo zusammen und willkommen zurück bei Let's Play Tales of Graces. So, wir konnten in der letzten Folge mit Hilfe von Pascal endlich mal die benötigten Waffen herstellen, sodass wir dann in der Lage sind, den Kokon in Walls Eye zu durchstoßen. So, wir haben ansonsten hier alles fertig gemacht in Bathys Citadel und wir können eigentlich wieder rauswarpen. Okay, nutzen wir das direkt mal und dann kommen wir wieder zum Eingang zurück. Hold on a moment. Would you mind if I asked you something about Ifinia? We thought that Lambda had laid waste to Ifinia, just as he did our world. But it appears that is not the case. No, Ifinia is... Well, it's home to vibrant people and plentiful natural resources. Clean air, fresh water... It's pretty much perfect. I see. So Ifinia continues to possess what Fodra has lost. Unfortunately, the future is uncertain as long as Lambda exists. Lambda has already absorbed the Elith from our Valkanus Creus. And he's also formed a cocoon at the entrance to our planet's core. I think Lambda plans to merge with the Lestalia and become Ifinia's new core. The cocoon is the final step in this process. It is a place for him to rest and gather strength. When he is ready, he will undergo a complete rebirth and fuse with the Lestalia. Rebirth? Lambda cannot fuse with the Lestalia unless his host body is converted. What happens if he fuses with Ifinia's core? He will become a new being of incredible power, inhabiting Ifinia as his host. In essence, Ifinia will become Lambda. But then, what happens to all the people of Ifinia? With Lambda absorbing all the Elith, the environment will no longer be able to sustain life. So our world will die, just as yours did. Then we have to get back as soon as possible. Indeed. Even as we speak, Lambda is doubtless in the final stages of his rebirth. Let us return to the launch bay and see about getting the Daris bit attached. So, wie es aussieht, sind das keine guten Aussichten, die uns erwarten werden. Also, Lambda bereitet sich quasi darauf vor, mit dem Kern von Ifinia, also unserem Heimatplaneten, zu fusionieren. Um ja dann entsprechend dann komplett von dem Planeten Besitz zu ergreifen. Und wenn das passiert ist, wird unser Ifinia dann aussterben, genauso wie hier diese Welt. Und das wäre natürlich halt nicht das, was wir uns dann im Endeffekt vorstellen. Deswegen müssen wir zusehen, dass wir das dann so schnell wie möglich unterbinden können. Dazu müssen wir aber erstmal natürlich die Daris Bits, also diese Kanonen, die wir hergestellt haben, dann in unserem Raum, in unserem Shuttle einbauen, sodass wir dann entsprechend die nutzen können. So, diese Drachen nerven ein bisschen, aber die sind gleich weg. So. Geht mal schon hier auf den Deckel ein bisschen. Die blöden Drachen, die nerven ein bisschen. Der hat aber gut kassiert, muss man auf jeden Fall sagen. Verfahren tun sie auf jeden Fall viel. Oh je, die arme Sophie. Ja, bilde ich mir das nur ein oder die vertragen die auf einmal ein bisschen mehr als sonst? Gut. Wie auch immer, wir müssen jetzt irgendwie zusehen... Oh, und schon wieder diese blöden Echsen. Wir müssen jetzt irgendwie zusehen, dass wir zurück zum Shuttle kommen. Und ich lasse mal diese Echsen aus, obwohl... Moment. Der Esper levelt sich gleich auf. Können wir doch mal die Gelegenheit nutzen. So, eine 20er-Kombo müssen wir hier schaffen. Ja, das wird ja nicht so schwer sein. Vorausgesetzt natürlich, alle machen mit. Was halt so nicht so der Fall ist im Moment. Das gibt's doch nicht. Ah, jetzt geht das schon wieder los. Kaum passt man nicht auf und man ist doch schon wieder direkt wieder tot. Das ist doch nicht so fassen einfach.
das war... Danke, Sophie, aber das war nicht unbedingt sehr nötig jetzt. Ein Mystic Art einzusetzen gegen den kleinen Viecher. You were great, Pascal. Oh, you finally realized my greatness? Let's celebrate with a high five! Huh? Na, sicherlich erinnert ihr euch noch hier an diese Leier mit dem Let's Celebrate with a High Five. Das haben wir auch schon lange nicht mehr gehört. So, jetzt kommen wir natürlich wieder in den Genuss, das zu hören. Dadurch, dass ich wieder Sophie in meine Gruppe gewählt habe. So, wie sehr... Erstmal müsste sich eigentlich beim nächsten Kampf aufleveln. Deswegen machen wir noch einen Kampf. Tja, knapp daneben ist auch vorbei, würde ich mal sagen. Autsch. Ja, ist ja gut. Diese Viecher verstehen auch keinen Spaß irgendwie. Kann man immer ja so ein bisschen mit denen spielen. So. Wunderbar. Jetzt muss ich Sherry ja ein bisschen aufpassen. Hier. Ich nehme mich schon ziemlich hier auf den Geil, auf den Sack. Ja, und sie ist natürlich tot. Super. Na also, geht doch. Und Pascal hat schon mal auch ihren Titel voll. Ja, keine Ahnung, also... ich glaube auch nicht, dass ich mir das einbilde. Ich glaube, die Gegner ziehen ein bisschen mehr ab, bis auf einmal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das auf einmal so irgendwie so gar nicht mehr klappt mit dem Kämpfen. Verstehe ich nicht. Na gut, ist ja nicht so schlimm. Ace of Gun and Glyph. Dann haben wir hier Grim Sylphie als neue Art. Ja, das nehmen wir mal als Titel, das ist gut. So, dazu nutzen wir aber auch mal ein paar Apfelgels und heilen mir Sheria. Dann passt es erstmal. Gut. Fürs Erste haben wir, denke ich mal, auch ausreichend gekämpft. Jetzt muss ich irgendwie zusehen, dass ich zum Shuttle zurückkomme. Ne, Quatsch, das ist ja gar nicht hier lang. Nein, ich glaube nicht, oder? Ne, hier waren doch... Na, Quatsch. Hier waren doch die Kisten. Das ist ja natürlich lustig. Ich weiß es, aber lauf trotzdem dahin. Naja, gut. Ist ja nicht so schlimm. Es ist ja nur ein kleiner Umweg. Daher denke ich mal, werden wir das dann auch schon überleben. Es ist halt nur immer so eine nervige Lauferei jedes Mal. Ja gut, aber das hält sich ja noch einigermaßen in den Grenzen, sage ich mal. Was ist denn jetzt? A new kind of terror. Lambda's powers are evolving at an accelerated rate. His Nova monsters may have already begun wreaking havoc on Afinia. We must proceed with all haste. Pardon me, Emerald, but what exactly defines a Nova monster? Ferocious abominations created by Lambda, the ones responsible for laying waste to this world. Those with red eyes are especially powerful. Those must be... Yes. The monsters that attacked us at Lant. And at those ruins in the snow. They came from the cocoon, which means there can be no doubt that King Richard has been infected by Lambda. Ja, Leute, wenn wir noch Afinia retten wollen, dann sollten wir vorangehen und nicht so viel labern. Ich meine, es ist ja nett von Emerald, dass sie uns aufklärt, aber sie erzählt ja, dass wir kaum Zeit haben und labert uns jedes Mal voll zu hier mit irgendwelchen Details. So, Trauben nehme ich natürlich gerne mit, denn wir können uns dann immer schön hier Traubengels dann herstellen. Und ja, zahlen natürlich viel, viel weniger, als wenn wir die so kaufen würden. Okay, wir sind auch fast da. Hier ist auch der Speicherpunkt, nämlich. Oh, auch noch einiges an Geld, was wir so mitnehmen können. Ne, Speicher müssen wir jetzt noch nicht, ist noch zu früh. So, eigentlich müssten wir jetzt, müssen wir jetzt nochmal zurück zu dem Gebiet, wo wir waren, oder wo muss ich jetzt eigentlich hin? Go to Telos Astu, ja, genau, zu dem Ort, wo ich vorher war, wo ich, Emerald getroffen habe. Ja, jetzt wollte ich eigentlich das Ding haben, aber nein, hier ist das blöde Vieh, muss natürlich im Weg stehen. Ja. Doppelt daneben getroffen. Oh.
Das gab schon eine flache Landung. Blöde Echse. Danke, Sharia. Aber ich wollte eigentlich auch noch was abhaben. Naja, gut. Oh, Müll. Mir ist irgendwie aufgefallen, dass ich gar nicht mehr so wie früher zu den jeweiligen Charakteren dann wechsle, um ihre Art einzusetzen, wie in dem Heilen zum Beispiel, wie ich das früher gemacht habe mit Sophie. Sondern ich mache das immer über die Tastenkürzel. So, und ja, manchmal kommen die nicht wirklich in die Gänge, weil sie jedes Mal angegriffen werden. Das ist natürlich halt ein bisschen blöd. Head to the Shuttle Bay. Das war doch, glaube ich, eine Etage... Was höher war das, oder tiefer? Ich glaube, das war eine Etage höher, war das. Aber es kann auch sein, dass ich mich irre, dass das tiefer war. Werden wir ja gleich sehen, ob ich recht habe oder nicht. Ja, dann gucken wir mal. Nein, das ist der Records Room. Seht ihr? Da habe ich also doch Unrecht gehabt. Es ist ganz unten. Na gut, ist ja nicht so schlimm. Dann laufen wir halt ein bisschen extra. Gehen wir zu B1. Ja, wobei, das macht eigentlich Sinn, weil das untere Geschoss ist ja eigentlich für sowas immer zuständig. Naja, gut. Ich erzähle immer so, als wäre ich am Ende immer schlauer, aber so wirklich schlauer bin ich nicht. Genau, zu Shuttle Bay. Da haben wir es jetzt doch. Are the repairs complete, Sai? Wonderful. Then could you please attach this to the shuttle? Wait, oh, wait, let me help. Preparations are nearly complete. And my dearest bit looks awesome! I'm just saying. Sophie? What is it? You're not sick, are you? I know I keep nagging, but you have to be careful. What's on your mind? I was just remembering everything we've been through together. I guess we have been through a lot, huh? Yeah, we sure have. But that's kind of an odd thing to think right now. Are you sure everything's okay? Yes, of course. We're all set here! You may depart for Athenia whenever you like. And even better, we don't need that stupid launch ramp. We can just take off and set her down wherever there's enough space. Emerald, I don't know how to thank you. Actually, I would like to make a request. As a Fodran survivor, it is my duty to ensure that Lambda is brought to justice for his deeds. With that in mind, would you allow me to accompany you to Athenia? I will do whatever I can to assist you on your journey. I am sure my skills and knowledge will prove useful to you. Please, I beg of you. Yes, of course. We'd be thrilled to have you. Your knowledge of this situation is bound to come in handy.
You are too kind. I am going to Athenia with these nice people, Sai. Please keep an eye on things while I am gone. No matter what happens, we have to stop Lambda. And Richard. Richard, you used to long for a world without conflict. And yet your actions seek to destroy it. Is Lambda controlling you? Or are you acting on your own free will? And if so, what course of action will I have to take? I believe in Richard, and I believe that he can be saved. I believe it because I must. All right, let's get out of here. It's time to go home. To Athenia. Okay, Darrow's Bit, a weapon made of Darrow steel designed to tear open the cocoon. So, Darrow's Bit haben wir ja montiert. An unserem Shuttle. So, Emerald möchte uns begleiten. Wir sind einverstanden. So, hier ist eine Kiste. Oh, nee, jetzt ist schon wieder mit Passwort. Habe ich jetzt keine Lust zu überlegen. Ist mir zu blöd jetzt. Ja, auf jeden Fall, so, ja, müssen wir schauen, dass wir vielleicht Richard helfen können, indem wir halt Lambda besiegen können. Ja, und im Endeffekt ist das, wir haben jetzt nichts mehr zu tun, wir können eigentlich losziehen. Ich guck mal jetzt, ob Emerald jetzt, nee, ist nur so. Ich dachte schon, die kann man ja wirklich als eigenes Teammitglied dann einfach einsetzen. Kann man aber nicht. Was ich aber noch machen möchte, ist nochmal bei Arts, bei den Shortcuts, muss ich das nochmal so ein bisschen setzen. Das ist mir ein bisschen zu durcheinander, das Ganze. Ich muss das mal ein bisschen sortieren. Und zwar mache ich auf der rechten Seite hier dann... was war das? Fairy Circle? Nee, nicht Fairy Circle. Das war Nurse, genau. 40. Achso, das ist Area, genau. Machen wir Nurse hier. Dann mache ich unten dann Resurrection. Links hier mache ich dann bei Sophie. Was war das? Cure war das Verein alleine. Ja, Heal, Cure. Was halt ein bisschen dauert. Aber dafür gut heilt. Und hier Rejuvenate dann einfach. So, dass wir halt immer zweimal heilen und zweimal wiederbeleben machen können, falls da halt mal, ja, was schief gehen sollte. Gut, hier ist nichts mehr. Ja, hier theoretisch könnte, wäre das vielleicht hier... Wohl, warte mal, ich probiere mal was aus. Ich probiere mal Protoss Haze oder so. Vielleicht ist das ja so wirklich das, oder Lambda oder so. Weil das überhaupt stimmt, was ich da überhaupt vorhabe. Protoss. Damit Leerzeichen schätze ich mal dann. Ja. Protoss Haze. Ich weiß, dass es sowieso nicht richtig sein wird, aber gut. Ne, habe ich mir schon gedacht. Naja, gut. Ja, gut, dann machen wir es wohl mal auf dem Weg. Nein. Vielleicht müssen wir sie ansprechen. Ja. Alles klar. Not the smoothest landing in the world. At least we're here. Hey, I'm just glad my Darrow's Bit worked. So this is the inside of Lambda's cocoon. What is it, Sophie? I can sense him. Far below us. Shall we move onward? Hold on. I want to check something real quick.
Okay, the shuttle still works. Just wanted to make sure in case we need to bolt out of here. This cocoon provides Lambda with a place to reconstruct his body without any outside interference. We are sure to encounter many dangerous monsters that have hatched from Lambda himself. So the ones outside the cocoon were just a warm-up. It makes no difference what terrors may lie in wait for us. We cannot afford to let our world go the way of Fodra. We must stop Lambda at all costs. All right, let's get going. Alles klar, wir sind gut reingekommen hier. Das ist Lambdas Cocoon, heißt das jetzt inzwischen. Gehen wir kurz zurück in den Shuttle rein, da müsste es eigentlich Shops auch drin geben. Das war ja damals so der Fall, genau. Ich check mal das erste Mal Equipment Shop, ob er irgendwas Neues ist. Aber ich glaube nicht, obwohl. Ach gut, achso, ja, Blade Rank. Ansonsten für Sophie irgendwas Neues. Nö, glaube ich aber nicht. Aber hier Mithril Blues für Sophie, das wäre mal etwas, was ich kaufen könnte. Habe ich da? Was? Habe ich da zwei Stück von? So, sonst irgendwas? Nein. Okay, sonst nichts, aber habe ich das? Das wundert mich jetzt gerade. Ich muss noch mal kurz nachgucken. Sophie. Mithril Blues, habe ich das? Battle Tunic. Mithril Blues. Achso, okay, das ist aber schon besetzt von den Mädels. Ja, muss ich da doch eins für Sophie kaufen. Denn sie braucht ja auch eine kleine Stärkung. In diesem Sinne. So, einmal Mithril Blues für Sophie. Ja. Gut. Dualizing könnten wir auch mal kurz nachschauen. Ich habe ja einiges an Kristallen jetzt hier bekommen. Genau. Hier, the Bloodsucker Crystal. Kann ich das mit Rüstungen hier? Decaying Sword? Nein. Emperor's Claw? Ja, sonst habe ich jetzt nichts wirklich viel. Nur hier das Dark. Oh. Ja, aber bringt nicht viel. Ne, ist doch Schrott alles. Gut. Dann noch den Item Shop natürlich. Wir wollen ja noch ein bisschen eindecken. Items. Dualizing werde ich jetzt nicht großartig. Muss jetzt nicht unbedingt sein. So. Decken wir uns mit Items ein. Alles klar. Gut. Ich würde mal sagen, wir chargen unser Aleth Mixer mal ein bisschen auf. Dann schlafen wir mal eine Runde. Und dann auf geht's. Wobei, was ich nicht verstehe, das ist doch unser Schiff. So, warum muss ich dafür schlafen bezahlen? Na, weiß der Geier, keine Ahnung. Gut. Award in Edgewise. Sophie, can you sense Lambda nearby? Yes, it feels like Protos Haste is capable of receiving the unique signals that emanate from Lambda. As long as he remains alive, this function stays intact. Wow. So does that mean you always know where he is? No. I can't really... It is not capable of isolating Lambda's position. The signals emanate from Lambda in a concentric manner. This makes it possible to calculate a rough distance, but not to isolate the point of emission. So what you're saying is, it's not possible for her to actually know where... I've made myself clear. We can't talk. Na, der Güte, müssen wir das unbedingt so kompliziert machen. Also Sophie kann als Protos Haste halt so eine ungefähre Position von Lambda lokalisieren. Sagen wir es mal so zusammengefasst. Ansonsten versteht man nur Bahnhof hier. Gut. Wir müssen dazu sein, dass wir ein bisschen Fortschritt hier machen, denn viel haben wir bis jetzt noch nicht erlebt. Und wir sind auch schon bei guten fast 25 Minuten unterwegs. Und da wollen wir ja auch noch was vom Spiel sehen, nämlich... bevor wir schon wieder zum Ende kommen müssen. Hier sind aber auch einiges an Gegnern. Da wollen wir natürlich mal schauen, inwieweit wir uns gut schlagen können gegen die. So, die Musik müsste euch noch ein bisschen noch bekannt vorkommen. Das war den Anfang des Spiels immer diese Musik, aber halt in einer etwas anderen Version. So. Ja, aber es sind halt so ähnliche Gegner wie die, gegen die wir gekämpft haben, bevor wir dann losgezogen sind. Also nichts Besonderes.
I get so lost in serious thought. About what? About how I could think more seriously about things. Oh, brother. Okay. Gut. Die sehen ja auch so ähnlich wie die Gegner aus von früher, halt diese so laufenden Dinger. Noch damals, wo wir noch Kinder waren. Aber eine kleine Veränderung davon. So. Ja. Autsch. Ja, die können auf jeden Fall gute negative Zustände verursachen, hier, die Leute. Aber treffen können die nicht. Das ist ja geflogen. Alles klar, und das war das sein Titel voll und Sophie hat noch einen schönen Level abbekommen. Wunderbar. CR Vitality gelernt. Okay, dann schauen wir mal, was Asperger jetzt so kriegt als nächsten Titel. Wir haben hier Enlightened Swordsman, Sparrow Seal. Ja, ansonsten haben wir noch einige Möglichkeiten hier. Aber es sind ja alles artsbezogene Titel. Deswegen nehmen wir das hier mal. Enlightened Swordsman. Was ist denn eigentlich hier? Hier kann man gar nicht weitergehen. Was ist das denn für ein Quatsch? Es sind auch überall diese komischen Gegner. Pasta Carbonara. So, ich will ein bisschen hier die CC-Punkte wieder aufladen. Also das Nurse an sich, wie schon erwähnt, ist super zum Heilen. Und wie gesagt, da darf natürlich Sharia dabei nicht unterbrochen werden. Und viele Gegner gehen halt ausgerechnet auf Sharia immer drauf, damit sie halt die Gruppe nicht heilen kann. Was natürlich halt ein bisschen blöd ist. Wir haben gleich unseren Elephurst. Aber wir sind nicht mal in diesem Kampf. Sehr schade eigentlich. Oh, okay, das ist was Neues. Also Level Up für die Mädels mal wieder. Für Sharia und Pascal. Die leveln sich immer gleichzeitig auf, habe ich so das Gefühl. War das bis jetzt immer so? Okay. Gut, ich würde mal sagen, wir machen noch einen Kampf. Und dann sollten wir das mal erstmal so für diese Folge auch mal belassen. Wäre sonst zu schade, wenn wir jetzt noch weiter spielen und dann wieder einige zwischendurch unterbrechen müssen. So, und ich werde definitiv hier eine Mystic Art von Sophie ausstellen. Das nervt, wenn ihr immer dieses Level 1 bis der Garten einsetzt. Ach ja, what's our motto? Never give up. Aber da fehlt einer. Ich krieg's kotzen jedes Mal, wenn sie das sagen. Wenn ihr sicherlich meine Folgen bis jetzt verfolgt habt, dann wisst ihr, dass eigentlich auch Richard immer mit dabei war. Und dann haben wir alle drei immer zusammen gemacht. Und das war natürlich auch umso lustiger und cooler, einfach wenn alle drei das gemacht haben. Hier fehlt da immer einer. Gut, Leute. Ich würde mal sagen, wir lassen das an dieser Stelle mal so stehen. Und ich hoffe, ihr begleitet mich in der nächsten Folge. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht so weit kommen, dass wir endlich Lambda begegnen. Oder ob wir doch noch eine Weile brauchen werden. In diesem Sinne, danke ich euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.